Moin. In der letzten Folge war irgendwas mit Medien. Also Davids Bruder war da und seine Schwester. Und David hat seiner Schwester beigestanden, die Mutter zu überreden, dass er nicht ein freiwilliges ökologisches Jahr machen muss, sondern nach Berlin vielleicht gehen kann, um dort da hier, ne? Schönes Praktikum zu machen, das ist ja immer gut. Und dann gab es noch die Haus-, also die Einweihungsparty. Aber auch nicht so viel Besonderes dabei. Sie haben kaltblütig versucht, beide, vor allen Dingen aber natürlich David, die Beziehung eines Freundes zu ruinieren. Aber ich kann ja auch nichts anderes erwarten von diesen Leuten. Viel Spaß und bleibt geil. Hey Zuhörer, das hätte ich vielleicht mal irgendwann erwähnen können, obwohl eigentlich nicht. David hat einen Nachteil, der nennt sich Bartenzonen. Den gibt es fast überall in der WoD. Das heißt, dass manchmal so komische Sachen, die er sagt, wahr werden. Einfach so. Deswegen hat er letzte Folge so komisch betont, gegenüber Sophie, hey, du, vielleicht hast du ja dann, stell dir mal vor, du hast morgen einen Kater, das wäre ja kacke. Oder Daddy? Da muss ich jetzt aber mal einschalten Kann und sagen, passieren. warum muss es für mich zum Nachteil sein? Ist doch sein Nachteil. Das ist richtig, aber es betrifft ja A die Gruppe und B ist es gerade einfach lustig und der hat sich angestrengt und ich habe es bisher immer vergessen, okay? Kann ich doch nichts für. Das stimmt, aber es mir ist scheißegal. Das Gute ist ja, in der Feenwelt zählen Worte manchmal sehr viel und er hat gesagt, morgen, das heißt am nächsten Tag, also an dem Sonntag noch, wo wir jetzt aufgehört hatten um 5, halb 6, um 6, wird es dir danach ziemlich gut gehen. Ich meine, du wirst müde sein und alles und bla, und du kannst gammeln. Aber du hast keinen wirklichen Kater. Den hast du dann aber volle Bude am Montag. Der wird mit Pappmaul, mit Ausdünstung von Alk und Schweiß richtig eklig, Kopfschmerzen, Übelkeit. Das wird dann einfach mal aus heiterem Himmel sein. Das ist wunderbar. Sie denkt echt am Anfang erstmal, sie ist krank. Das endet aber auch darin, dass sie einfach den Tag über in ihrem Zimmer bleibt und nicht rauskommt, außer um aufs Klo zu gehen oder zu kotzen oder zu duschen. Ja, ist auch okay. Du wirst. Ich meine, das ist ziemlich naheliegend mit dem Krankdenken. Das ist klar. Aber du wirst es an deinen Klamotten später riechen. Dann denkt sie, dass da während der Fete irgendwas drüber gekommen ist, ehrlich gesagt. Weil es Das ergibt stimmt. sonst keinen Sinn. Das stimmt, das ergibt es ja auch nicht. Er hat ja auch einfach morgen gesagt. Was für ein Trottel. Deswegen denkt sie halt, dass die Klamotten danach stinken, weil er irgendwie Bier drüber gekippt hat und oder sie es einfach nicht gemerkt hat. Ja, ist ja in Ordnung. Ich meine, ich wollte doch keinen Kater ausspielen. Also nicht gerade. Ausspielenswert. Ich sag mal, das hindert mich selten, ob was ausspielenswert ist oder nicht. Aber diesmal schon. Aber im Laufe der Woche. Sophie. Ja. Woran arbeitest du gerade? Spezifisch bitte. An einer Kohlezeichnung einer verhältnismäßig großen, was heißt groß? Ja, so DIN A0 quasi ungefähr Querformat. Nee, es ist gar keine Kohlezeichnung. Ha, noch viel besser. Es ist irgendwie die, es ist eine Wand im Flur, wo sie angefangen hat, jetzt was zu machen. Okay. Einfach so, weil sie da gerade Bock drauf hatte. Irgendwie hat sie angefangen, aber irgendwie, das ist. Also, es riecht im ganzen Hausflur definitiv nach Farbe. Und das ist eine der Sachen, wo sie dann halt auch anfängt, das zu machen und dann auch viele, viele Stunden nichts anderes mehr zu tun. David kennt das schon. Hin und wieder kommt das mal vor. Und bis jetzt sind erkennbar einige Häuser unrenoviert, alle diese unrenovierten Altbauten. Die Fenster sind blind oder trüb, je nachdem, wie man das will. Aber
du erkennst halt, nee, eigentlich so detailliert ist es noch nicht. Es sind ein paar Graffitis an den Hauswänden, das sieht man schon. Es ist definitiv irgendeine Assi-Gegend. Und es ist so ein bisschen wie bei dem Haus, was sie ja ganz am Anfang gezeichnet hat hier, als wir im Garten saßen. Dass du da irgendwas, da ist irgendwas in den Schatten. Irgendwas Raubtierhaftes. Aber was, weiß man nicht so genau. Man sieht's nicht. Aber man weiß, dass es da ist. Creepy. Es ist schon detailliert, du hattest die ganze Woche Zeit. Oder die halbe. Okay. Ja, zumindest teilweise schon detailliert, ja. Okay, also du erkennst dann eine zerbrochene Parkbank, auch im Vordergrund. Dann irgendwie einen blutigen Handschuh, der so halb neben einer Mülltonne, neben einer überquellenden Mülltonne liegt. Und du erkennst Augen, ein Augenpaar oder mehrere, gelb und klein irgendwie, die in den Schatten eines der großen, halb verfallenen Häuser, die da warten. Also Flummi, ich war mir am Anfang ein bisschen unsicher, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke, aber ich muss sagen, du spielst mir ziemlich in die Hände. Du solltest Spielleiter werden. gut, du bist beschäftigt. David, an dir ist es natürlich dann eher was vom Haushalt zu übernehmen, wenn sie immer... Natürlich, ist ja kein Problem. Schön. Ich mach das doch gerne. Es klingelt an der Tür. Ich sehe schon. Mach unten auf. Ja, der Vance steht da mit seiner hässlichen Schlange. Hallo. My Lady. Dankeschön. Was kann ich für dich tun? Mein Papa ist in der Stadt und der Sandro hat mir versprochen, dass wir den besuchen können gehen, aber jetzt ist... Du musst ja arbeiten. Kannst du mit mir da hinfahren? Klar. Wo musst du hin? Südstadt. Hast du eine genaue Adresse? Ich weiß, wo ich an der Bahn aussteigen muss. Das ist dann da, wo die vielen Gleise nebeneinander sind. Und da muss man über die Straße gehen. Da muss man warten, bis grün ist. Und dann einmal rechts. Und dann, wenn da... Da ist dann eine zerbrochene Parkbank und da geht man dann links. Okay. Und dann ist da ein Platz und da ist er heute. Na dann. Cool. Dankeschön. Machen wir eben kurz hier einmal das hier alles sauber. So. Und lass das Wasser hier aus. Oder wann wolltest du hin? Wolltest du jetzt? Das klang irgendwie so dringend. Ja. Dann lasse ich eben das Wasser hier aus und dann können wir schon los. Ich muss nur noch mal ganz schnell bei uns rein. Top, ich komme mit. Warte. So. Ja, ich gehe mit ihr runter. Ja, sie wird mit ihr runtergehen. Sie hat da eine kleine Fußbank neben der Tür, damit sie ihren Schlüssel da gut reinpacken kann. Auf ihrem Schlüsselkopf ist ein Totenschädel mit einem Fleck auf der einen Seite, der nach einem Blutfleck aussieht. Und da wird sie den Schlüssel da reinmehren, die Tür aufmachen. Ich glaube, ich darf dich nicht reinlassen. Aber ich bin gleich. Achso, ja klar, kein Problem, dann warte ich hier. Dann rennt sie rein. Ich schaue hinterher, ich bin ja neugierig. Natürlich wirst du das. Du siehst unheimlich viel alten Kram. Also ein alter Wecker mit noch so einer Schelle. Ein Schallplattenspieler steht da offen im Wohnzimmer. Das Ganze ist in schlichten, dunklen Tönen gehalten.
es bemüht sich jemand nicht, alle Spinnweben von den Wandecken, den oberen, zu entfernen. Das Ganze riecht etwas abgestanden, die ganze Bude etwas wenig gelüftet. Und auch wenn du nicht viel erkennst, es ist aufgeräumt, sicher. Es ist nicht unbedingt spartanisch, aber auf jeden Fall altertümlich. Ihr Zimmer dagegen ist einfach bunt. Wenn du Blick da reinwirfst, dann ist es einfach ein Kinderzimmer. Ja, ich würde die Wohnung nicht bunt. Will die Wohnung, ja, du kannst ein Stück treten, reingucken, das passt schon. Genau. Es ist extrem bunt mit Postern und allem, was man so kennt. Es ist ziemlich aufgeräumt. Und ja, sie packt ihre Schlange weg, wird dann die Küche geben, wo du nicht reingucken kannst, und kommt dann mit einem kleinen Rucksack raus. Sehr gut. Dann wird sie dir erstmal einen Cheeseburger zustecken und sich selbst einen aus dem Rucksack nehmen und dann ab zur Haltestelle. Na, ist auch gut, es gibt Cheeseburger. Aber du kriegst nur einen. Mehr brauche ich auch nicht, danke. Okay. Eine Fahrkarte habe ich schon, aber das ist eine Kinderfahrkarte, die kannst du nicht benutzen. Das denke ich, aber ich habe eine eigene Studentenkarte. Yep. Ach so, stimmt. Ja, das ist richtig. Sonst kommt der Mann und schmeißt dich raus und dann musst du ihm die Zunge rausstecken und dann wird er böse. Genau, deswegen lässt man. Genau. Denn man darf ja nicht den Leuten immer Angst einjagen. Ist richtig oder unhöflich sein? Davon war nie die Rede. Nun, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Studieren, meiste Zeit. Oder jetzt momentan habe ich studienfreie Zeit, das heißt, ich kann Freizeit genießen. Und was macht man da? Was macht man das? Also ich habe gerade zum Beispiel die Wohnung aufgeräumt, dass sie auch wieder vernünftig ist. Nein, nicht in deiner Freizeit, das klingt langweilig. Ach so, in meinem Studium. Ich lerne, wie ich Nahrungsmittel anbaue. Cheeseburgerbäume. Die gibt's leider noch nicht, aber das ganze Getreide fürs Brot und den Salat, die Tomaten und so weiter und so fort, Gurken. Und natürlich halt auch die Tierpflege, wo halt dann die Milch ausgemacht wird, beziehungsweise das Fleisch. Du lernst auch, wie man schlachtet. Nee, momentan, also das habe ich schon gemacht, ja. Also zu Hause damals, auf dem Hof. Aber momentan lerne ich ja eigentlich Verwaltung und halt die richtigen Zeiten dafür und so weiter und so fort. Halt den ganzen Papierkram dazu. Okay. Aber ja, ich habe auch schon geschlachtet. Ist ein bisschen... Nun... Blutig. Oh. Ja, es ist nicht unbedingt was für Kinder, richtig. Aber in Augen irgendwie liegt ein Glanz, der dich das Gegenteil glauben lassen möchte. Aber man muss es ja machen, ne? Wenn man leckeres Fleisch haben möchte, dann muss man das auch. Irgendwoher muss es ja kommen, nicht wahr? Das stimmt. Ihr werdet ein wenig Bahn fahren. Sie wird dir erzählen, dass sie zum Glück dieses Jahr noch nicht in die Schule muss. Und im Kindergarten, wo sie manchmal anscheinend ist von den anderen Kindern, sie hat nicht immer freundliche Worte ihnen gegenüber. Oha. Aber ich meine, das hätten vermutlich viele Kinder nicht, wenn man sie lassen würde. Sie wird auf der Fahrt, die ungefähr von dort schon so 20 Minuten dauert, ach ja, 20 Minuten dauert, weitere 3 Cheeseburger verdrücken. Und danach habt ihr, also innerhalb von 10 Minuten wird sie noch 3 Cheeseburger verdrücken, und wenn ihr dann ankommt, nach weiteren 8 Minuten oder sowas, wird ihr Magen ein Geräusch machen, als hätte sie 4 Wochen nichts zu essen bekommen. Sie wird in den Rucksack gucken, da ist leider nichts drin.
Ärgerlich. Dann steigt ihr aus. Südstadt ist, ich würde sagen, es ist nicht direkt ein Assi-Viertel, aber es ist am Übergang zum, sagen wir mal, schon ansehnlichen Assi-Viertel Silberhöhe, was wirklich schon recht übel ist. Wenn du aussteigst, hast du sehr viele unrenovierte Altbauten. Ich würde nicht sagen verfallen, aber sie sind auch nicht besonders schön. Ihr überquert die Straße bei Grün, wie sie es gesagt hat. Du siehst von dort aus auch diese Parkbahn, die sie gemeint hat, die zerbrochene. Daneben ist ein Mülleimer mit ziemlich übergequollen, vor allem mit Pfand und Bierschnipseln, also Bierflaschenstücken, und daneben liegt ein Handschuh. Ein roter. Fällt mir die Ähnlichkeit auf? Ja. Okay. Der Handschuh ist nicht blutig. Das ist ein roter Handschuh. Mit Marmelade dran. Warst du mit Sophie schon mal hier? Nö. Ich bin hier eigentlich nie. Hier ist doof. Seltsam. Ich mach ein Foto davon. Und schick ihr das. Ihr kommt zu einem besonders eingefallenen Haus, das wird demnächst abgerissen mit trüben Fenstern, die sind offenbar ersetzt worden. Durch so eine Art. Also die Fenster wurden rausgenommen. Man sieht, dass in den oberen Stockwerken einige zerbrochen wurden durch Steinschlag oder irgendwas. Deswegen wurden die mit einer Art trüben Plastik ausgetauscht. Davor auf so einer kleinen Treppe sitzen ein paar Männer. Sie sind alle, ich will nicht sagen Rocker. Das wäre falsch. Das wäre sogar sehr falsch. Aber ihre Kleidung ist nicht die teuerste und hat schon einiges miterlebt, wie es aussieht. Sie haben nur zwar keine Motorräder, aber man könnte sich das schon denken. Sie sind gut tätowiert. Stämmig allesamt. Sie haben diesen Straßenkampfspeck, will ich ihn nennen. Das ist gut, das nehmen wir. Straßenkampfspeck. Und okay. Man erkennt sofort ihren Vater, auf den sie jetzt freudestrahlend mit ausgebreiteten Armen zurennt. Sie hat seinen Kiefer, sag ich mal. Der nimmt gut 60% seines Gesichtes ein. Mehrschrötig ist gar kein Begriff für das, was das da ist. Also wirklich unglaublich. Er steht dann auch mit einem Blick auf, der nicht väterlich in dem Sinne ist, den man vielleicht so annimmt. Man könnte vielleicht eher sagen, mit einem ablehnenden Blick. Ja, ablehnend ist gut. Sie wird auf ihn zuspringen und vor ihm rumhüpfen und ein wenig quietschen, bis er ihr mit dem Handrücken eine scheuert. Wow. Was willst du denn hier? Mist, dreckiger Wanst, Alter. Er hat gesagt, soll ich verpissen. Aber, Papa, ich hab gehört, dass du heute da bist. Und ich möchte jetzt mit euch mitkommen. Sag mal, bist du... Wer bist denn du eigentlich? Moin, ich bin David. Ich bin der neue Nachbar. Sie erwähnte, dass Sie hier sind und hat mich gebeten, Sie vorbeizubringen, Sie zu begleiten. Da ein kleines Mädchen natürlich nicht einfach so durch die Stadt fahren darf. Ja, ich will nicht deine Lebensgeschichte hören. Hast du die Gurke da verzaubert? Bist du dumm? Gurke? Nein. Er hebt wieder seine Hand, drohend, sie geht ein paar Schritte zurück. Hey. Halt's Maul. Wir wollen jetzt mal keinen Stress. Zu dir komme ich gleich noch. Soll ich dich gleich wieder nach Hause bringen? Ich glaube, es ist vielleicht besser bei... Halt die Fresse, habe ich gesagt. Ich denke, es war... vielleicht nicht angebracht, hier vorbeizufahren. Er springt jetzt auf. Ich hab gesagt, du sollst deinen Maul halten. Oder muss ich dir die Zunge rausreißen? Nun, ich mag vielleicht nicht viel größer sein als ihre Tochter, allerdings kann ich mich durchaus wehren. Also lasse ich mich von ihnen nicht einschüchtern. Kleine Kinder verprügeln kann jeder. Ja,
aber die meisten machen es nicht. Ja, die meisten Leute haben Anstand. Ja, so kann man das auch sagen. Wannst? Weißt du was? Vielleicht kommst du doch mit uns mit. Oh, ich sag dir was. Du musst von deinem Vater erst noch was lernen, von deinem alten Herrn, bevor du da überhaupt dabei sein kannst. Ich bring dir heute was über die Jagd bei. Ich geb dir 5 Minuten. Ah, klingt gut, ne? Er zieht ein Klappmesser aus seiner Tasche. Gibt es einem seiner Kollegen. Und dann? Die Erkenntnis, die wird dir in deinen kleinen Schädel klatschen, wenn du deine Zähne in denen da versenkst, ja? Also, 5 Minuten. Zeit läuft. Achso, der Wanz würde seine Hand greifen und dich wegzerrend versuchen. Ja, ja, mich wegzehren wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich gehe mit ihm mit nach hinten, weil ich will von dem Vater weg. Ja, sie rennt so schnell sie ihre stumme Beine tragen. Ja, das ist kein Problem. Du hörst nach so, keine Ahnung, also sind so 20 Meter oder sowas gerannt. Hab's mir anders überlegt, geht schon los. Ich würde mein Handy rausholen. Okay. Das ist das Witzigste, was man machen kann. Nach hinten, ne, Foto von dem Typen. Foto an Sophie. Mit der Nachricht, ruf die Bullen. Und dann rufe ich die Bullen. Okay, also. Sophie? Die kriegt überhaupt nichts mit. Ich könnte dich würfeln lassen, aber ich meine, eben die Bullen. Was ist denn deren Wohnung? Du weißt eh nicht, wo die sind. Das macht eh keinen Sinn. Ja. Wie gesagt, das Handy ist bei ihr in der Wohnung. Ich musste ja nur durchdenken, ob das Sinn hat, okay? So, hat es nicht, ist in Ordnung. Und dann rufst du die Bullen an. Im Rennen telefonieren, sagst du. Mhm. Ah, da kriegst du aber keinen guten Anruf durch. Das ist dann bestimmt. Das ist richtig. Na gut. Ja, ich versuche halt grob zu beschreiben, wo ich bin. Und dass halt 3 Typen mit einem Springmesser hinter mir her sind. Es wird mehr oder weniger gut gelingen, aber ich meine, die holen dich nicht sofort ein. In der Tat siehst du sie auch gar nicht hinter dir herrennen, die laufen. Und halt, dass ich halt ein Kind dabei habe. Ja, ja, wie es der Zufall will. Habt ihr grün? Haha. Und da steht eine Bahn. Und die Türen stehen offen. Bloß, als ihr quasi da reinspringen wollt, schließen sich die Türen. Was dich ein bisschen unsanft dagegen klatschen lässt. Ja, ärgerlich. Ich versuche da nochmal, ne, ob ich da halt die Tür wieder aufkriege. Mit dem Knopfdruck. Nope. Die fährt nicht los. Also es war nicht dieses, du bist einfach wirklich zu spät und der ist jetzt losgefahren, sondern die bleibt auch stehen. Aber die Tür geht nicht auf. Das kann ja gar nicht sein. Das ist ein scheiß System. Ich gehe zur nächsten Tür. Ja. Ich versuch's da. Ja. Wahrscheinlich ähnliches Prinzip, ne? Der Wanz steht neben dir und knurrt die Tür bösartig an. Und du merkst, sie wird sich so ein Spalt breit automatisch öffnen, aber dann sofort wieder zuklatschen. Lass uns weiter. Die hat irgendwie eine Fehlfunktion, die Türen hier. In der Ferne hörst du Trommeln. Okay. Wie weit sind die noch weg? Wenn du dich jetzt umdrehst, siehst du als erstes, dass überall aus den unrenovierten Bauten nicht Augen kommen, aber ein wildes und alles zerreißendes Tier ist da irgendwo in den Schatten. Du siehst die Typen nicht direkt. Aber du hörst, die Trommeln werden lauter.
Ja, dann wird sich doch quasi die Beine hier angenommen und weiter gerannt. Quasi in die Richtung, in die ich muss, zur nächsten Haltestelle. Ach so, neben dir, du rennst zur nächsten Haltestelle, ja. Natürlich guckt man sich ja ab und zu um, du wirst ja trotzdem noch wissen, wo die sind. Du siehst sie immer noch nicht, aber du siehst, dass eine ältere Frau mit so einem Roll-Hinterherzieh-Halbkoffer da, so einem Einkaufsding, ne? Die geht auch zu der Bahn, guckt sich nochmal etwas verwundert zu dir um und geht durch die geschlossene Tür. Sie geht durch die geschlossene Tür? Ja, ja. Alles klar, da habe ich mich überguckt. Das stimmt. Offensichtlich. Ich renne weiter. Es fühlt sich an, als würdest du ein wenig schrumpfen beim Rennen. Vielleicht 40 Zentimeter, 30 Zentimeter. Die Schritte, also die Strecke, die du auch zurücklegst, fühlt sich irgendwie anders an als sonst, wenn du rennst. Der Wanst kann auch einfach besser Schritt halten. Mhm. Die Trommeln werden lauter. Dazu kommt ab und zu eine Art siegessicheres Knurren. Und ein Geräusch, als würdest du einen Löwen dabei beobachten, wie er eine Gazelle reißt. Also dieses reißende, zerrende, ratschende. Ja, schön. Ich habe ein bisschen Angst. Ist okay. Sind hier Autos auf der Straße? Ja. Ich halte mal eins an. Es sind auch Menschen auf den Fußwegen und keiner scheint Notiz von dir zu nehmen. Du wirst ein Auto anhalten. Du wirst auf die Straße springen. Das ist eine 50er-Zone. Es würde vielleicht noch gehen. Naja, so am Straßenrand halt. Ich bin ja am Laufen und mit dem Arm wedeln. Okay. Da müssten wir da erstmal was testen. Eine Sekunde. Du springst auf die Straße so halb mit einem halben Schritt und versuchst zu winken und zu wedeln, dass ein Auto anhält in Panik, nehme ich an, ja? Ein bisschen, ja. Okay. Du siehst das erste Auto. Da wird eine Frau hinterm Steuer, so siehst du halb, das wird langsamer werden und ein bisschen ausweichend und dann quasi so fast neben dir halten, aber im letzten Moment, so 3 Meter vor dir, wird voller Bode das Auto beschleunigen. Du siehst, wie die Frau in den Sitz gedrückt wird, scheinbar völlig außerstande zu begreifen, was da gerade passiert, fast panisch, und das Auto jagt dir vorbei. Das zweite Auto, was dahinter kommt, der Typ, der da drin sitzt, hat offenbar gerade ohne Freisprechanlage telefoniert. Jaja. Er rauscht allerdings nicht in dich hinein. Er hätte dich aber vermutlich gestriffen. Bloß in dem Moment, wo das Auto zumindest so halb in dich einschlagen müsste, wird das Auto selbst sich biegen und dehnen und dir ausweichen. Gut. Der Wanst zerrt an deiner Hand. Ja, ich gehe zurück zu dem... Also, ne, ich... Der frisst dich! Komm! Ja, wir müssen los. Das ist gerade ein bisschen verwirrend. Also, hast du was gesehen? Ich laufe mit dem Wanst mit. Das Ding ist, dass sie einfach langsam ziemlich außer Puste kommt. Ich meine, für eine 6-Jährige hat die sich geschlagen wie eine Große. Ja, ja, definitiv. Ich würde sie dann quasi irgendwann auf den Arm nehmen und weiterrennen. Gut. Du hörst direkt neben deinem Ohr, wie das reißende Zerren. Du spürst schon, wie überall an deinem Körper Teile herausgebissen werden. Nicht, dass das passiert, aber du spürst es. Alles klar, ich schlage ein bisschen um mich beim Laufen. Sehr gut, dann lässt du den Wanst fallen. Nee, also ich kann ihn ja auf dem einen Arm
tragen und auf dem anderen so schlage leicht, ich. Die ist 6, so leicht ist sie nun auch nicht mehr. Und ich habe gesagt, die ist nicht die dünnste. Ja, scheiße. Du kannst ein bisschen mit den Ellbogen sowas versuchen, ja, okay. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Vor dir auf der Straße springt aus dem Unterholz Papi. Alles klar, ich knock den um. Also ich bin ja im Laufen und wenn der vor mir springt, dann laufe ich einfach gegen den. Ich bringe noch meine Schulter in die Gegend, dass er halt, ne? In dem Moment, so ein 1,5 Meter vor dir, siehst du ein bestialisches Blitzen durch seine Augen gehen und er öffnet seinen Mund ungefähr 1/2 Meter. Aber bevor du darin versinkst und du siehst noch sowohl reißende als auch mahlende Zähne, die gelblich sind mit Resten von Fleisch und anderen Sachen darin, wird der Typ von einem Taxi angefahren, das wie aus dem Nichts von links volle Kanäle reinraucht. Oh, scheiße. Ich schüttel mich, dass ich halt das nicht sehe. Also, das war ja irgendwie eine optische Täuschung, dass da passiert ist. Ja, das kann ja nicht sein. Offensichtlich, ja. Dann schaue ich mir halt das Taxi mal an, so, Gott, was ist da passiert? Das Fenster auf der Beifahrerseite wird sich runterkurbeln und ich sag mal, orientalisch aussehender Mann wird sich rausbeugen. Mitfahren gefährlich, ja? Einfach einsteigen. Ja, ich steig ein. Einfach einsteigen, genau, schön. Sie haben da gerade einen Mann angefahren. Nee. Erstmal einsteigen, bevor der aufsteht. Ja, ich sitz schon. Schön, so, da wo soll es denn hingehen? Er wird über ihn drüber fahren. Sie können doch nicht über den Menschen drüber, also... Jetzt mach dir doch mal erst keinen Stress über die Sache, die du sowieso bald wieder einigermaßen vergessen haben wirst, ne? Du kannst doch nicht über diesen Mann rüberfahren, das funktioniert doch nicht, das ist doch... Wenn wir alle so denken würden, dann würde ich ja nie mit meinem Taxi über irgendwas drüber fahren, oder? Es wäre vielleicht auch besser. Bring mich am besten zur Polizei. Wäre es besser gewesen? Zur Polizei, das ist doch kein Ort, wo wir jetzt hinfahren. Wo wohnst du denn? Ich nehme die Adresse. Ach so, ich verstehe. Schön. Das ist überhaupt kein Problem. Zur Polizei willst du damit nicht. Was willst du denn erzählen? Dass er mich gejagt hat mit einem Springmesser und dann haben sie ihn überfahren. Ja, aber dann würdest du ja jetzt voll deinen Retter anprangern. Wäre das nicht total scheiße? Es gehört sich so, dass, also, sie dürfen doch den nicht überfahren. Das ist. Na gut, dann muss ich dir gleich noch eine Frage stellen. Wer war denn der Mann? Naja, die Frage lasse ich mir eher vom Wanz beantworten. War das Papa? Halt's Maul! Das nehme ich mal als Ja. So, glaubst du denn, dass ihr Vater weiß, wo sie wohnt? Ja, wahrscheinlich. Dann wüsste er ja auch, wo du wohnst, nach einer Anzeige, wo vermutlich gar nicht so viel rauskommt, denn will wissen dem das nachweisen, ha? Huh? Und? Sie haben ihn gerade überfahren, der liegt im Krankenhaus. Was soll er denn großartig machen? Ach, der wird doch wieder, krieg ich ja mal ein. So wie sie ihn überfahren haben, wird er bestimmt nicht wieder. Wir müssen einen Krankenwagen rufen. Das machen doch seine Kumpels, oder? Ja, ich hoffe. Ja, dann was machst du dir an Stress? Willst du es denn jetzt echt schlimmer machen? Willst du zur Polizei gehen, Anzeige erstatten, wo nichts bei rauskommt, damit der vor deiner Tür steht und sagt, wegen dir hatte ich Stress? Ja. Mann, bist du blöd, sich das so gehört? Alter. Weil sich das so hier hört, aber wenn es nichts bringt? Sie haben gerade jemanden ins Krankenhaus gefahren. Natürlich bringt das was, wenn ich die Polizei jetzt einschalte. Es tut mir jetzt leid für Sie, aber das ist Fahrradfluch, was Sie hier machen. Weißt du was? Wenn du mir so kommst, kannst du auch aussteigen. Das muss ich mir nicht geben.
Er wird zurückfahren. Also wird umdrehen und in die Richtung fahren, aus der ihr gerade gekommen seid. Also. Du willst ihn doch ins Krankenhaus bringen, dann mach das doch persönlich. Weißt du, ich leg mich richtig ins Zeug. Ich ziele, dass ich den auch genau mit dem kleinen Mercedes-Stern erwische. Und du kommst mir jetzt so. Aber, also, woher wissen sie überhaupt, wer wir sind, also, wer sie ist? Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Und, ja, aber woher kennt sie den Wanst? Ja, man kennt den Wanst, man, also, den Wanst, den kennt man. Und sie kennt den Vater. Den kennt man auch. Das klingt nicht so begeistert. Irgendwie jemand, den ich nicht empfehlen würde, anzuzeigen. Aber das ist dein Ding, du hast recht, ich will dir auch gar nichts vorschreiben. Ich will auch nicht immer irgendwie... Können wir trotzdem in die andere Richtung fahren, bitte? Ich dachte, du willst ihn jetzt ins Krankenhaus bringen. Vielleicht musst du auch erste Hilfe machen, ich hab den angefahren. Ja, ich möchte trotzdem nicht hin, das ist irgendwie gruselig, der Typ. Was denn? Ja, außerdem wollte er mich immer noch abstechen. Ach so. Ja, das wollte der nicht machen, aber ja... Natürlich wollte er mich abstechen, der hat ein Messer gezogen. Du bist doch schon so gut wie in sein Maul reingelaufen. Denkst du, er sticht dich noch ab, oder was? Ja, als ob er mich verschlucken könnte. Ein Beißen tut er mich mit Sicherheit auch nicht. Ja. Ja, das stimmt wohl. Also wohin denn jetzt? Haben wir uns jetzt entschieden? Am besten wär's zu Hause. Aha, na dann fahren wir doch einfach in die Richtung. Ich würde wieder umdrehen. Und Sie sind jetzt wer? Kannst mich Kamal nennen. Okay, und Sie sind Taxifahrer, der Leute überfährt. Weil man sie kennt. Und das gar nicht schlimm findet. Nein, weil du in sein Maul reingestolpert bist. Das klingt lächerlich. Sie selbst, oder? Ich weiß immer noch nicht... wie ich mich fühlen soll, wenn du die ganze Zeit einen Retter beleidigst, muss ich sagen. Naja, also, Entschuldigung, aber Sie haben gerade, also, ich bin Ihnen ja dankbar. Aber hätten Sie nicht einfach dazwischen fahren können oder hupen können oder so? Das mussten Sie ihn gleich töten? Und wie wärst du eingestiegen? Der ist doch nicht tot. Wie wärst du denn eingestiegen, wenn ich daneben gehalten hätte? Dann hätte der dich doch auf dem Weg abgestochen. Das war Notwehr. Ich glaube, das war ja jetzt kalter Mord. Mordversuch. Er dreht wieder um. Nein, das ist... Lassen Sie mich, also fahren Sie ruhig weiter. Ich will nur begreifen, warum Sie das getan. Also, ich meine... Drehen Sie ruhig um. Er schweigt und er fährt immer noch in die Richtung, wo du gerade herkamst. Yeah. Sie können mich auch einfach hier rauslassen? Nee. Ich verstehe das, du bist unsicher. Und das macht uns ja allen keinen Spaß, deswegen fahren wir jetzt zurück. Und dann sitzen Sie da, der Krankenwagen kommt gleich, die Polizei wird gleich kommen. Dann sind Sie ja trotzdem am Arsch, das bringt Sie ja auch nicht weiter. Ja, aber das ist es doch, was du willst, oder? Und seine Freunde das werden sie ist auch es doch, was du die ganze Und seine Zeit Freunde hast. Werden sie abstechen, weil sie gerade ihren Kumpel überfahren haben. Ja. Das ist keine gute Idee, wir machen es ja nur schlimmer. Ja, du wolltest, dass ich Suizid begehe? Bitte, kein Nein, Problem. Nein, ich will ja nicht, dass sie Suizid begehen, nur ist ich es dachte, doch gleich da vorne ist es doch schon. Jetzt mach ich mal. Fahren Sie doch einfach woanders. Guck mal, da steht er ja schon. Warte mal. Er wird neben ihm anhalten, das Fenster runterkurbeln. Ey, sag mal, fühlst du dich tot? Halt dein dreckiges Maul, ich kill dich noch. Ich nehme das auch mal als Nein, ja? Dann wird das Fenster wie zumachen haben Sie das, und weiterfahren. Wie haben Sie das, wie hat er das überlebt? Er hat starke Knochen. Starke Knochen. Er hat mit mindestens 50 erwischt, das überlebt keiner. Nee, das waren maximal 30. Ja, selbst dann wäre er nicht einfach so aufgestanden. Doch, ist er doch, oder? Oh Mann.
Na, immerhin sind sie dann jetzt raus aus der Geschichte. Dann haben sie jetzt. Und dann können sie jetzt zur Polizeiwache und Anzeige erstatten. Nee, nach Hause. Hätte ich auch nicht hingefahren. Gut. Dann können wir jetzt langsam mal endlich über meine Bezahlung reden, oder? Sie haben vergessen, das Taxameter anzumachen. Ja, ich mach dir einen guten Handel. Wir machen einen guten Handel, okay? Die Geschichte, warum du eigentlich hier verfolgt vom guten alten Tom gelandet bist und natürlich deinen Namen. Das will ich. Und was? Dein Namen. Mein Name. Also, heißt es David? Oder was? Okay, und warum? Also stimmst du ein, ja? Mach mal so. Ich bin David und die Kleine hat darum gebeten, dass ich dich dahin begleite. Das war's. Das ist die ganze Geschichte. Ja. Ja, wenigstens, ja, war ein guter Handel für dich, oder? Ich denke. Hätte ich mir jetzt, ja, gut, okay. Na dann. Ihr wird sich an der Ampel umdrehen und dann nochmal einschlagen. Wie gesagt, Kamal, ne? Ja, David. Danke, dass du uns nach Hause bringst. Ach klar, klar. Ich meine, ich würde sagen, hast du mir ja gut bezahlt, aber... Ja, ich kann dir auch Geld geben, so ist nicht. Ja, du kannst es auch einfach nicht machen. Ist schon okay. Aber ich verstehe immer noch... Also ich will, dass du jetzt Folgendes tust. Du fragst dich nicht mehr. Da du keine Antwort finden wirst, ist Fragen für dich sinnlos. Und du wirst es eh alles wieder vergessen. Das ist so völlig egal. Das glaube ich nicht, dass ich das hier vergessen werde. Ach, na klar, wirst du das. Bestimmt, ja, ja. Wenn das Teil unseres Deals ist, wie du so schön sagtest, dann... Nee, das ist nicht Teil unseres Handels. Den Handel habe ich vorhin ganz genau gesagt. Den hast du eingegangen und da kommt doch nichts dazu. Ich bin doch kein Arschloch. Ja, ja. Was man einmal ausgemacht hat, da kann ich ja nicht noch sagen, ach ja, und übrigens, ich bekomme noch dein Erstgeborenes und wie heißt das damals, was ihr hattet, ihr Europäer, ihr Dreckigen hier, das Vorrecht auf die erste Nacht und so ein Shit. Quatsch. Ihr seid so unzivilisiert gewesen, wisst ihr das eigentlich? Bestimmt. Ich meine, da kommt irgend so ein Lehnsherr und sagt, ach übrigens, die Schnitte, die du geheiratet hast, da muss ich aber in der Hochzeitsnacht nochmal drüber rutschen. Gehört mir ja. Also wirklich, wer macht denn das? Eben, wer macht sowas? Ist, ja. Schwachsinn. Deswegen hatten wir ja auch die friesische Freiheit bei uns. Die was? Friesische Freiheit. Ah, ein Nordländer. Wir waren alle Könige. Ja. Sicher. Klar. Willst du ein Kaugummi? Gerne. Und du kommst jetzt woher? Warst du plötzlich zufällig in der Gegend, oder? Ich bin immer da, wo man mich gerade braucht. Ja, praktisch bin Taxifahrer, nicht wahr? Deswegen bin ich ja Taxifahrer geworden. Ich dachte mir, das bietet sich einfach an. Da kriegt man die viel bessere Bezahlung. Ich meine, ein Taxifahrer, der den ganzen Tag am Bahnhof steht, ja, der kriegt sein Geld. Aber wenn du gerade da bist, wo du wirklich gebraucht wirst, weil jemand eine Panne hat oder was weiß ich, weil aus dem romantischen Wochenende mit der Freundin ein ziemlicher Albtraum geworden ist, für sie, dann, ja,
dann bin ich da. Und schon sind die, die geben dir so viel Trinkgeld, unglaublich. Praktisch. Dachte ich mir auch. So, da sind wir. Näher kann ich da leider nicht hinfahren. Wieso? Und wie weit ist er weg? Er ist ungefähr 100 Meter weit weg und wird da in der Seitenstraße parken. Ah, warum kommst du nicht näher ran? Das ist doch gleich hier vorne um die Ecke. Streitigkeiten. Okay, Streitigkeiten. Du weißt aber schon, wo du wohnst, mein Alter. Pff. Ja, ich weiß, wo ich wohne, aber... Und? Ja, und da habe ich offenbar mit einer Partei Streitigkeiten und deswegen will ich da nicht hinfahren, um das nicht alles und so weiter. Ich meine, was ist denn daran jetzt nicht zu verstehen? Nee, ist okay, es ist ungewöhnlich. Aber ist okay. Das total, ist Leute streiten sich nie, Alter. Puh. Nee, so als Taxifahrer, dass du dann halt trotzdem nicht über die Tür fährst. Aber ich habe dich ja auch bezahlt, also von daher ist ja, das außerdem, ja alles. Außerdem habe ich ja mit dir keinen Streit. Ist ja alles in Ordnung. Nö, bin ja auch froh drum, dass wir keinen Streit haben, weil sonst würdest du mich auch einfach mit dem Taxi überfahren. Das wäre uncool. Nein, ich überfahre doch keine Leute mit dem Taxi, weil ich Streit mit dem hab, Mann. Das wäre doch total assi. Ach, du erfährst sie einfach so. Ja, nee, also, ich erfahre sie an, weil er die sonst abgestochen hätte. Das ist ein Unterschied. Ich hatte einen triftigen Grund. Du darfst mir später danken. Das ist in Ordnung. Erstmal muss ich dir Schock legen. Genau, erstmal muss ich dir Schock legen. Dann würde ich sagen, mal von beiden hier danke und... Kein Ding. Halt die Motorhaube sauber. Wow. Lieber nicht. Lieber nicht. Das nächste Mal halt eine bessere Geschichte bereit, alter Mann. Das kann ich keinem erzählen, das ist zu langweilig. Ja, so spektakulär war das ja auch. Ja, merke ich auch. Gut, ich fahre mal wieder. Ich werde gerade woanders gebraucht. Okay. Piu, 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 piu. Tschüss. Tschüss. Ja, ich steig aus, guck dem halt völlig irritiert hinterher. Der Typ war seltsam. Dein Vater war auch seltsam. Halt den Mund. Sag bloß nichts über meinen Vater. Ich knie mich quasi vor sie, so dass ich halt, es ist vielleicht gut, dass du nicht gerade bei ihm bist. Wenn du klug bist, dann sagst du lieber nicht weiter, wo ich heute mit dir war, sonst kriegst du nämlich Ärger von Sandro, mehr als ich vermutlich. Wahrscheinlich. Und das willst du nicht erleben. Nein, das möchte ich auch nicht erleben. Das aber denke ich auch. Machen wir einen Deal? Ich mach mit dir keinen Deal, ich bin nicht so dumm wie du. Und außerdem hasse ich dich. Sie geht an dir vorbei. Nun, es wäre vielleicht es. La 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 la. Das mit deinem Vater tut mir leid. Sie hält sich die Ohren zu übrigens dabei. Ja, ja, das war mir schon klar. Okay. Sie guckt dich trotzig an und geht aufs Haus zu. Ja, ich gehe mit ihr mit. Allerdings hast du im Auto natürlich mitbekommen, dass sie geheult hat. Ja, natürlich. Ja. Selbstverständlich. Er ist ein bisschen überfordert mit der Situation, dass dieses Kind halt völlig den abgefahrenen Vater hat, der völlig gewalttätig ist. Er ist nicht gewalttätig, er hat ja nicht, hat dich nicht mal angepasst. Okay, er hat sie. Er hat bis sie vor geschlagen. 30 Jahren wäre das noch alles gesetzlich im Rahmen gewesen. Er hat sie geschlagen und hat ein Springmesser rausgeholt und ist dann hinter uns her. Also hat er dir nicht einmal Gewalt angetan? Nein, der Typ ist übelst gewalttätig. Bis vor 30 Jahren war das alles im Rahmen. Die Zeiten nein, ändern nein, sich einfach nein, zu schnell. Nein, das ist, ja, ja, nein. Dieses Kind ist zum Glück in dieser Obhut.
Das hätte man uns vielleicht. Das hätte man uns vielleicht vorher sagen sollen. Ich sag mal, ich hatte ehrlich gesagt große Angst, dass du fragst, warum wohnst du eigentlich nicht bei deinem Papa? Aber zum Glück. Die Frage wäre auch noch gekommen, aber jetzt will sie nicht mehr mit mir reden. Nein, ich dachte, bevor du sie zu ihrem Vater führst, stellst du die Frage. Da hatte ich echt Angst davor, muss ich sagen. Das war ein so ein, okay, es ist wahrscheinlich dann der Onkel oder so, der andere war auf Verleiharbeit, ist ja gerade jetzt wieder in der Stadt. Gibt bestimmt Gründe. Es gibt genug gute Gründe, warum man nicht bei der Vater wohnt. Deswegen, bevor wir gleich weitermachen, ihn geben, eine letzte, wir müssen ja unserem Bildungsauftrag trotzdem gerecht werden. Es ist völlig egal, was Eltern mit ihren Kindern machen. Die Kinder wollen immer zu ihren Eltern. Ist egal, ob die früh mit der Bierflasche bewerfen und abends vergewaltigen. Im Wesentlichen wollen die trotzdem bis zu einem gewissen Alter immer zurück zu ihren Eltern. Aber das weiß man ja auch als normaler Mensch nicht. In-game, sie geht in ihre Wohnung. Sophie wird vermutlich noch malen. Ja. So ist perfekt. Da dieses gottverdammte Haus immer noch? Naja, sie hat nichts drüber gemalt, nehme ich an. Um Gottes Willen, natürlich hat sie nichts drüber gemalt. Das ist im Hausflur übrigens. Sie steht ja gerade etwas komisch auf einem Stuhl, weil sie gerade am Dach beschäftigt ist. Ich zeig ihr das Foto, was ich gemacht habe. Ha? Ich habe dein Motiv gefunden. Ja. Hier. Ja, ich zeig ihr das. Ja, sie guckt nur mit so einem halben Auge drauf. Ja, und? Komische Gegend solltest du meiden. Hä? Ja, tu ich auch. Ich meine ja nur, weil du es malst. Hm. Warte mal, halt mal eben den Stuhl fest. Mhm. Ich halte den Stuhl fest. Das ist gut, denn der wäre wahrscheinlich sonst noch hinten weggerutscht. Und irgendwie nach 2 oder 3 Minuten nimmt sie dann den Pinsel runter, den sie in der Hand hat. Hi. Hallo. Das ist ja alles gut. Strange's House. Wo warst du? Dort. Er ist übrigens recht verschwitzt. Hast du angefangen, Sport zu machen? Nee, ich war da in der Straße, wo dieses Haus steht. Ich zeig auf dem Bild. Warum? Warum nicht? Weil es da gefährlich ist. Das habe ich auch festgestellt. Outgame? Nein. Halle ist keine Stadt, in der es wirklich gefährlich für dich wird. Vor allem nicht am Tag. Und dort schon gar nicht. Die hat's doch aber offensichtlich gerade so gemalt. Das tut mir leid, okay. Dann hast du recht. Dann dachtest du vielleicht nicht an den Stadtteil, wo es wirklich ist, sondern an den Ort, den du... Ja, das ergibt Sinn. Ich wollte es nur nochmal klarstellen. Ja. Es tut mir leid. Verzeiht mir. Du nimmst die ganze Magie raus. Machst alles kaputt. Ich gehe mich erstmal hinweg. Ha? Ich gehe mich erstmal du. Wieso warst du jetzt da? Später. Machen wir später. Okay. Ich gehe rum und dusche mich. Sophie ist verwirrt. Frag mal nach. Hab ich ja, du hast mir ja keine Antwort gegeben. Er konnte es auch nicht wirklich in Worte fassen gerade. Also wenn sie irgendwann einigermaßen fertig ist oder gerade beschlossen hat, dass sie jetzt aufhört, dann räumt sie den Kram noch weg und geht in die Wohnung. Ja, da findest du einen immer noch sehr verwirrt blickenden David mit einem Schwarztier vor sich. Mit einem was? Mit einem Schwarztier. Was? Ein Schwarztee. Ach, ein Schwarztee. Ich habe auch das erste Mal Schwarzbier verstanden.
Ja, dann habe ich Spaß Tier hier. Verstanden und dann war ich irgendwie verwirrt. Nee, Schwarztee, Klönchen und Sahne. Sophie setzt sich auf den Stuhl, das eine Bein ist angezogen und gegen den Tisch gelehnt, sie guckt dich an. Alles klar? Absolut strange. Sie legt den Kopf schief. Meinst du? Was war strange? Naja, die Kleine von unten hat mich gebeten, die zu begleiten, weil sie durch die Stadt musste. Hä? Wieso ist... Habe ich ja halt gemacht, weil, warum nicht? Hat ja eh nichts zu tun. Keine Ahnung. Wo ist denn Sandro? Arbeiten. Aha. Auf jeden Fall, Du solltest den vielleicht anrufen. Ja, vielleicht. Ich meine, bevor du mit dem Kind irgendwie durch die Gegend kutschierst. Warum nicht? Ist ein Kind? Weil die 7 ist eigentlich. Weiß, warum ist die überhaupt hier? Eigentlich gibt's irgendwie sowas wie eine Aufsichtspflicht oder irgendwen, der auf die aufpasst. Ist nicht irgendwie gerade ihr Dingsbums. Was? Miri kann wohl mal kurz zu Hause bleiben, das ist ja nicht. Ja, natürlich, aber doch nicht, wenn du dann plötzlich mit der durch die ganze Stadt fährst. Dann kommt er nach Hause und das Kind ist weg, oder was? Ich glaube, sie hat einen Zettel hinterlassen. Aha, und kann die schon schreiben? Ist sie in der Schule? Ich denke nicht. Wie dem auch sei. Auf dem Land haben wir das immer so gemacht. Ja, also, wie dem auch sei, weiter. Naja, auf jeden Fall fahren da diese Typen und dieser komische Taxifahrer, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall mit dem Taxi Was für Typen, du erredest wirr, David. Also entweder willst du mir die Geschichte erzählen, dann erzähl sie mir, oder du willst sie mir nicht erzählen, dann lass es. Ich kann's zwar irgendwie irritieren. Ich hab keine Ahnung. Also. Wo bist du denn hingefahren? Dahin. Warum bist du denn dahin gefahren? Nee, ich bin dahin gefahren, wo das Gebäude stand. Also, aber beziehungsweise. Warum? Weil ich wusste nicht, wo es genau hingeht, aber die Kleine wusste den Weg. Hat gesagt, ja, aber sie musste dahin. Wo wollte die Kleine denn hin? Sie wollte jemanden besuchen. Wen denn? Wen will ein kleines Mädchen in dieser Gegend besuchen? Ihren Vater. Ah. Warum bist du mit der dahin gefahren? Naja, sie hat mich doch gebeten. David, meinst du nicht, dass es vielleicht einen Grund gibt, dass die nicht da ist? Ja, jetzt weiß ich ihn. Der Vater ist auf jeden Fall nicht sonderlich nett. Sagen wir es mal so. Heißt, was ist passiert? Er und seine 3 Kumpels haben uns aus dem Stadtviertel gejagt und dann wurde er angefahren von einem Taxi. Aha. Ja, dieses Taxi hat uns nachher nach Hause gefahren. Aber ihm geht's gut. Aha. Jupp. Und die Kleine war die ganze Zeit dabei. Jupp. Du solltest auf jeden Fall mit Sandro darüber sprechen. Jupp. Das verwirrt. Solltest du tun, sobald... Ja, das mag sein, aber das solltest du unbedingt tun, sobald er nach Hause kommt. Ich denke auch. Gut. Das irritierend war halt, Es war irgendwie surreal. Das Ganze, also die keine Ahnung, die haben uns verfolgt, aber die waren, ich konnte Türen nicht öffnen, ich konnte, wusste, dass die immer da sind, die haben mich, keine Ahnung, es fühlt sich an, als hätten sie mich gebissen, aber die haben mich nicht gebissen, die waren nicht mal neben mir, weißt du? Finde ich strange. Und Kamal sagte, ich wäre, wollte, soll, hätte beinahe gefressen worden sein. Ja,
Schwachsinn. Oh, keine Ahnung. Ergibt das für dich irgendeinen Sinn? Für mich gerade momentan. Siehst du? Also es, ich hatte selten in meinem Leben so eine Scheißangst. Gut, dass die Kleine hier wohnt. Naja, irgendwie ergibt das schon Sinn. Was ergibt Sinn? Ich weiß nicht. Wo gibt's da bitte, wo ergibt das alles bitte Sinn? Ja. Mit dem Winter kommt die Kälte. Mit der Kälte kommt der Hunger. Das ergibt auch keinen Sinn. Doch, aber ich habe keine Ahnung, warum. Ja. Yeah. Möchtest du auch einen Beruhigungstee? Nee. Eigentlich bin ich ziemlich ruhig. Woher kennst du dieses Haus? Keine Ahnung. Ich gehe kurz durch meine Kamera durch. Ne, es so. War einfach da. Einfach da in deinem Kopf, wusste. Es war einfach da. Ja, dafür hast du es aber ziemlich gut getroffen, dafür, dass es einfach da war. Muss man mal sagen, also, ist ziemlich gut getroffen, dieses Scheißding. Gruselig. Hier, das ist der Typ übrigens. Ist ein bisschen verwackelt. Okay. Und das sind seine beiden Kumpels da hinten. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Foto davon, bevor die mich angreifen. Dann kann man immer noch sehen, wer das war. Na, das ist nicht die dümmste Idee. Sag ich ja. Völlig surrealer Tag. Gerade noch der Taxifahrer, völlig bekloppt. Niete den Typen um. Sagt hier, komm, schnell steig ein. Ich bring dich weg. Habt ihr da, dann sagt er mir, ich würde das sowieso alles wieder vergessen, als ob ich das vergessen würde, den Scheiß. Und wusste sofort, wer die Kleine ist, wusste auch, wer der Vater ist. Also, vielleicht hatte man da in der Nähe gewohnt. Möglich. Völlig bekloppt. Sagt er halt die ganze Zeit, ich will das sowieso vergessen. Der darf hier aber nicht hin, weil jeder hat, keine Ahnung. Was? Ja, eben. Der hat irgendwie Stress mit irgendeinem Bewohner von hier. Aha. Oh, Mann. Ich sehe, du hast dich heute in der besten Gesellschaft herumgetrieben. Ja, total. Und es ist völlig verwirrend. Du siehst so aus, als solltest du dich mal eine halbe Stunde hinlegen. Möglich. Dusche hat gerade eben gut getan. Aber sich hinlegen. Okay. Und dann muss ich heute Abend dem jungen Mann unten reden. Ja, das solltest du unbedingt tun. Und dem solltest du etwas genauer erzählen, was passiert ist als mir. Denn irgendwie scheint sein Zögling da ja drin involviert gewesen zu sein. Oder zumindest mit angesehen zu haben, wie ihr eigener Vater überfahren wird, auch wenn es ihm gut geht. Ich weiß nicht, wie gut so ein Kind das wegsteckt, aber ich nehme auch einfach mal an, dass es schon einen Grund gibt, weshalb das Kind nicht beim Vater ist. Yep. Dann solltest du das mit Sandro vielleicht besprechen, damit er möglicherweise mit dem Kind mal reden kann oder irgendwie entscheiden kann oder gucken kann, was jetzt vielleicht gut ist. Das wäre auf jeden Fall schlauer, ja.
Ist ja auf jeden Fall sehr gut. Leg die erstmal hin. Jo, mach ich auch. Ja, mit den Worten stehe ich dann auch auf. Ne, pack die das Teegeschirr weg. Ne, fein säuberlich. Das Gute. Lass mal sein, ich mach schon. Nee, das geht schon. Du weißt doch, ihr Engel, habt doch keine Ahnung von Teekultur. Und dann grinse ich dich an. Excuse me? Sag ich ja. Ihr wisst nicht mal, wie man einen Teebeutel benutzt. Dann, ne? Gehe ich halt wirklich ins Bett. Schöne kurze Zeit. Ja, sie hat sich irgendwie entschieden, dass sie die Sache jetzt heute noch beendet im Flur. Ich weiß nicht, wie das ist, aber es kann sein, dass es dir jetzt schwerer fällt, oder? Glaube ich nicht. Warum? Ah ja, stimmt ja. Hast recht. Wenigstens hörst du das Trommeln nicht mehr. Schade. Die waren nicht als angenehme Untermalung gedacht, okay. Aber als passende Untermalung. Ja, gut. Schön. Nehmen wir an, mit dem anderen Sugar Daddy willst du nächste Woche reden. Ich gehe mal davon aus. Mir ist das egal. Ich meine, können wir das auch jetzt noch durchziehen. Daddy hat Urlaub. Oh, stimmt. Was frage ich dann? Ab geht's. Irgendwann am Abend wird er wieder da sein. Du weißt ungefähr, wer da ist. Passt schon. Okay, dann, dann werde ich halt wohl noch klopfen. Mhm. Ja, oder wenn ich später öffnen. Moin. Guten Abend. Treten Sie doch bitte ein. Gerne. Er wird dich mit einer angedeuteten Verbeugung und einer ausladenden Handbewegung in das Wohnzimmer führen. Er wird dort bereits zwei Untertassen und Tassen hingestellt haben. Wird jetzt Tee eingießen. Oh, vermutlich wartet er schon eine ganze Weile auf irgendwas, denn der Tee, wenn er ihn eingießt, hat schon eine leichte Patina. Das Seeschur selbst ist übrigens schon ein bisschen angelaufen. Nicht wie eklig schmutzig, sondern einfach wie alt. Und dann setzt er sich. Und er blickt dich wartend an mit leicht schiefgelegtem Kopf. Immer mit einem leicht höflichen, angedeuteten Lächeln und mit den sich nie, mit den sich immer bewegenden Fingern. Heute war der Wanst bei mir und hat mich gebeten, sie zu begleiten zu ihrem Vater, ich habe nachher erfahren, dass er Tom heißt. Ich denke, das war keine gute Idee. Ich habe das, hab's einfach gemacht, sie begleitet und es war eine nun etwas verstörende Begegnung. Ich gehe mal davon aus, dass es einen guten Grund hat, dass die Kleine hier ist, nachdem ich den Vater kennengelernt habe. Er schien mir doch ein bisschen gewaltbereit ihr gegenüber. Im Laufe des, ich sag's mal, Besuchs entwickelte sich ein Streit und wir sind, nun, wir haben den Rückzug angetreten.
Dabei musst du die Kleine leider sehen, wie ihr Vater von einem Taxi angefahren wurde. Von einem Taxi? Ja. Allerdings scheint es ihm gut zu gehen. Der Taxifahrer ist noch einmal umgekehrt, nachdem sie bei ihm eingestiegen sind. Was haben sie ihm versprochen? Wem? Tom oder Kamal? Herr Husteden, ich weiß, es wird Ihnen sehr schwer fallen, sich zu erinnern. Doch ich muss Sie unbedingt darum bitten, sich anzustrengen und mir zu sagen, was Sie diesem Taxifahrer versprochen haben. Mir fehlt es sogar erstaunlich einfach, mich zu erinnern. Er fragte nach meinem Namen und nach der Geschichte, wie ich denn Tom begegnet sei. Diese habe ich ihm gegeben. Er fragte nach ihrem Namen. Ja. So wie ich nach ihrem Namen fragte, als wir uns das erste Mal begegnet. Diese für sie vollkommen unwesentliche Sache ist von höchster Bedeutung, sagte er. Wie heißen Sie oder wie heißt du? Oder war es in einer anderen Form? Wie lautet dein Name? Sagte er. Gut, fahren Sie bitte fort. Nein, nachdem er mich dann hier abgeliefert hat, also er nicht hier direkt, er sagte, er wolle nicht so nah ranfahren. Er sagte, er könne nicht genau ranfahren. Habe ich mich entschlossen, sie zu informieren, weil ich glaube, der Wanz ist ein bisschen sehr mitgenommen durch die Begegnung mit ihrem Vater. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um das Wohlergehen der Kleinen. Ohne mich selbst des strafbaren Handelns der Lüge auszusetzen, kann ich Ihnen weder sagen, dass es dem Wanst zurzeit besonders gut ginge, noch kann ich Ihnen anbieten, Sie sehen zu dürfen. Ich denke nicht, dass diese Begegnung für Sie von Vorteil wäre. Nun, ich glaube, es wäre auch für den Wanz nicht von Vorteil. Ich glaube, sie ist momentan sehr aufgewühlt. Ich hatte nur gehofft, dass, wenn ich Ihnen berichte, was passierte, meinen Fehler wieder gut machen zu können. Ich wusste nicht, dass es, oder habe nicht erahnt, dass es so eine negative Folge hat, dass sie mit ihrem Vater zusammen trifft. Es gibt in keiner Situation die Gelegenheit, seine Fehler wieder gut zu machen. Aber das ist jetzt unerheblich, Herr Husteden. Ich muss Sie inständig darum bitten, in Zukunft Abstand davon zu nehmen, dem Wanz zu seinem Vater zu führen. Das kann ich Ihnen sogar versprechen. Gut. Wem haben Sie von der heutigen Begegnung erzählt, außer dem Taxifahrer? Sophie, sie war anwesend, als ich wiederkam und sah, dass ich ein bisschen verwirrt war über diese Begegnung. Wie unangenehm. In der Tat, aber ich musste meine Gedanken ordnen. Es war praktisch, jemanden zu haben, dem man die Einzelheiten schildern konnte.
Sie auch noch Einzelheiten, die Sie in der Kurzform, die ich soeben hörte, nicht angebracht haben? Denn wenn ja, wäre jetzt ein geeigneter Augenblick. Ich habe noch eine ganze Tankkanne köstlichen Tees. Leider verfüge ich nicht über die Annehmlichkeiten von Candes Zucker. Und meine Milch wird Ihnen sicherlich nicht schmecken, aber ich hoffe, dass dies ausreicht. Der Tee ist gut, dankeschön. Also, wo fange ich damit an? Ihr Vater hat sie zweimal geschlagen. Waren es einmal? Einmal und einmal hat er gedroht. Ah, okay. Stimmt, da bin ich dazwischen gegangen. Hat sie einmal geschlagen, beim zweiten Mal, weil es wollte, bin ich dazwischen gegangen. Dann war wurde irgendwas von einer, also der Wanz wollte mit dem Herrn Tom mitreisen und dieser belächelte dieses Vorhaben, beziehungsweise hat sie halt angeschrien, dass sie halt sich verpissen soll, wenn ich das mal so nonchalant ausdrücken darf. Und sagte dann, er gibt dir eine Kostprobe über die Jagd. Dann hat er ein Springmesser gezogen und darauf haben wir uns halt zurückgezogen und die haben uns verfolgt. Es war sehr seltsam. Die Türen der U-Bahn haben sich vor uns verschlossen, der Straßenbahn. Und naja, beinahe wurde ich auch noch von einem Auto überfahren. Und kurz bevor das Taxi dann kam, wäre ich beinahe mit dem Herrn Tom zusammengestoßen, weil er sich mir in den Weg stellte. Jo, dann sind wir ins Taxi und dieser Kamal ist auch ein wenig verwirrt oder beziehungsweise sehr irritiert gewesen. Er war sehr pikiert darüber, dass ich ihn darauf hingewiesen habe, dass man keine Menschen überfährt. Obwohl ich sehr dankbar darüber war, dass er mich vor dem vor einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Tom bewahrt hatte. Zum Glück geht's ihm gut. Sie sollten Kamals Gebaren nicht so viel Aufmerksamkeit und Geisteskraft schenken. Die, die am hellsten strahlen, sind oft blind über das Leid der anderen. Ja, das erschien mir so. Ihm war das relativ egal, ob er den gerade verletzt hat oder nicht. Nun gut. Sie hielten es für erwähnenswert, dass die Straßenbahntüren sich schlossen. Ich selbst bin heute leider etwas zu spät an der Haltestelle angekommen und sie fuhr gerade los und auch das Berühren des Druckknopfes hat mir keine Abhilfe geschaffen. Ja, es war nicht so, dass sie dort losfiel, sondern sie stand noch eine ganze Weile. Und als ich dann weitergerannt bin, weil ja, die Leute, die, also ich weiß nicht, das Gefühl, ich habe sie nicht gesehen, aber es schien so, als die drei hinter mir wären. Das Trommeln wurde lauter. Da war also, das klingt verrückt, ich weiß. Das neben der steten Präsenz, dass die hinter mir waren, obwohl ich sie nicht unbedingt gesehen habe, hörte ich ein Trommeln, das immer lauter kam und immer näher kam. Keine Ahnung, ist vielleicht auch Einbildung.
als ich dann an dieser Tür stand und die sich nicht öffneten, bin ich mit dem Wanz halt weitergelaufen. Und, als ich mich dann weiter umgedreht habe, ist eine Frage. Ich weiß, das klingt jetzt völlig wahnsinnig, aber ich könnte schwören, die wäre einfach durch die geschlossene Tür gegangen. Das ist, ich weiß, völlig lächerlich. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser ganzen doch surrealen Situation einige obskure Dinge für sie vorgefallen sind und sie sind sicher sich noch glasklar, ebenso glasklar wie ihr Gedächtnis das gestattet, daran erinnern zu können. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich genau das irgendwie in dem Moment gesehen habe, obwohl es ja keinen Sinn ergibt. Wie sie sich vorstellen können. Und ich denke, es hat sie Überwindung gekostet, diese Dinge hier von mir anzusprechen. Ist es für sie nicht unbedingt förderlich, die etwas ungewöhnlicheren Einzelheiten, wenn nicht den ganzen Vorfall überhaupt, nicht weiter vor anderen zu thematisieren? Ja, natürlich. Das ist, wie gesagt, das klingt verrückt und ich denke mir auch einfach daran, dass es eine Sinnestäuschung war. Natürlich. Genauso wie dieser komische Blitz und dieser abgründige Rachen, in dem ich dann beide reingelaufen wäre. Kurz bevor das Taxi dann den Typen weggenagelt hat. Ja. Der Mensch ist zu einigem imstande in Extremsituationen. Es bezieht sich wohl nicht nur auf körperliche, sondern auch auf geistige Anstrengung. Und die können beide unter Umständen auch fehlgeleitete Züge annehmen. Bestimmt. Nun, ich habe nur das... es der Kleinen gut geht. Oder den Umständen entsprechend gut geht. Was für eine interessante Redensart, nicht wahr? Das Grauen über den Zustand mancher Menschen zwingt uns dazu, diese Redewendung zu benutzen. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass Ihr Leid real ist, egal wie wir es bezeichnen. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich erfreut über diesen ganzen Vorfall bin, Herr Husteden. Das kann ich mir vorstellen. Ich auch nicht. Aber dennoch können Sie nichts dafür. Sie sind einem Kind, der sich seiner, wenn auch nicht besonders ausgeprägten, doch vorhandenen manipulativen Kräfte durchaus bewusst ist, auf den Leim gegangen, obwohl sie sehr gut wusste, was sich abspielen kann. Und ich denke, sie haben ihre Strafe erhalten. Ich selbst bin weder Richter noch Vollstrecker. Ich kann ihnen nur empfehlen, sich noch einmal das Bildnis im Flur anzusehen. Ja, ich kann Ihnen weiterhin empfehlen, Frau Milborough darüber aufzuklären, dass auch Sie bezüglich dieses ganzen Vorfalls und bezüglich etwaiger sonderbarer Umstände, die Sie ihr bereits geschildert haben, nicht zu sprechen und da wir nun gemeinsam in dieser Hausgemeinschaft leben und da Sie sicherlich auch in Zukunft Umgang mit dem Wanst haben wollen und da Sie keine schlechten Absichten hegen, kann ich Ihnen auf Dringlichstes empfehlen, mit dem Herrn Kamal keinen Handel einzugehen. Keinen. Okay. Danke für die Warnung. Was ist das für ein Typ? Diese Frage zu beantworten,
ist ein unmögliches Unterfangen. Sie werden es hoffentlich nie verstehen. Und ich selbst kann mich nicht rühmen, zu sagen, jedenfalls nicht in verständlicher Sprache, was für ein Typ der ist. Ja, das ist ein bisschen strange, das stimmt. Und wenn ich fragen darf, ich weiß, das klingt jetzt, ist vielleicht etwas nicht unpassend, aber in welchen Verhältnissen stehen Sie zu dem Wand? Das ist tatsächlich ziemlich unpassend. Ja, es ist, tut mir leid, aber, für gewöhnlich sind Sozialarbeiter, Gastfamilie, verdammt, wie heißt dieses Wort? Adoptiveltern, nun, es ist ein bisschen irritierend. Pflegefamilien, genau, danke. Pflegefamilien und Adoptiveltern sind aber ein Unterschied, aber das ist egal. Ja, ist richtig. Das ist kein Unterschied, den ihr kennt. Die sind, was sind die? Ja, es wäre vielleicht ganz gut zu wissen, wenn sie das, also wenn sie die Pflegefamilie, den Adoptivvater sind, und ob es noch andere Verhaltensweisen gibt, die ich zu beachten habe. Um die Psyche unserer lieben Mitbewohnerin nicht weiter zu schädigen. Sie schlagen vor, dass sich die traurigen Familienverhältnisse dieses jungen Mädchens jedem x-beliebigen erläutere. Sie schlagen vor, dass ich, obwohl wir uns kaum eine Woche kennen und keinen Kontakt hatten, ihnen sage, was wirklich in diesem Mädchen vorgeht und was sie umtreibt. Nein, Sie verstehen mich falsch. Nun, es ist schwierig. Ich wusste nicht, was... Haben Sie denn... Was ich anrichten konnte. Nein, natürlich nicht, weil ich dachte, es wäre ihre Tochter. Nun, wie sie mir sagte, fragte sie sie, ob sie mitkämen, ihren Vater zu besuchen. Deswegen muss ich doch annehmen, dass sie von zwei Vätern ausgehen, was möglich, aber ungewöhnlich scheint. Des Weiteren. Nein, ich, kann ich kaum der Vater sein in meinem Alter, nicht wahr? Genau, es hätte ja auch sein können, der Onkel, der Opa, wie, also, keine Ahnung, wie alt sieht der aus? Das ändert wohl kaum etwas an der Situation, nicht wahr? Es ist irrelevant, in welchem Verhältnis, familiär oder nicht, ich zu diesem Mädchen stehe. Ich schütze und bewahre sie, ich lehre sie und lasse sie teilhaben an den Wundern und Schrecken der Welt, in genau der Dosis, die ich für das Aufwachsen dieses Mädchens für richtig halte. Ich denke nicht, dass eine Rolle spielt, wie viel des gleichen Blutes in unseren Adern fließt. Es sollte sie nicht kümmern. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was sie für eine Erfahrung mit ihrem eigentlichen Blutverwandtschaft gemacht haben, nicht wahr?
Das ist richtig. Ich dachte nur... Sie dachten falsch, Herr Husteden. Ganz offensichtlich. Ich schätze Ihre Sorge. Ich schätze Ihre Anteilnahme. Der Wanst wird Sie ebenfalls schätzen. Aber er ist verwirrt, traurig und wütend. Sie sind ein Ventil. Da werden Sie durch müssen. Bitte beachten Sie die Dinge, die ich Ihnen jetzt als Abschied noch einmal mitgeben möchte. Reden Sie nochmals mit Fräulein Milborough. Sehen Sie sich Ihre Zeichnung an und schließen Sie keinen Handel mit Kamal ab. Das werde ich so tun, ja. Dann ich danke für Ihre Offenheit. Und ich bitte nochmal darum, zu entschuldigen, dass ich es so verbockt habe. Er lächelt freundlich, höflich. Aber das macht er die ganze Zeit. Gut, dann wird er aufstehen und auf die Tür zugehen. Ja, yeah, ich werde ihm folgen. Dann wird er nochmal eine leichte Verbeugung machen und sie aufmachen. Ja, Entschuldigung nochmal. Schönen Abend noch. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Ja, ich gehe raus und schaue mir das Bild nochmal an. Ja, du hast ihm vorhin nicht ganz viel Beachtung geschenkt. Ich meine, du warst ja bestimmt ein bisschen nervös, als du runter bist. Ist ja auch nicht ganz angenehm. Sophie hat ja noch was hinzugefügt. Unterbrich mich, wenn ich Scheiße labere, ne? Ich glaube nicht, dass es Elemente sind, die ich beschreibend fassen könnte. Aber sie hat die Trommeln gemalt. Im Bild untergebracht eher. Die Stimmung des Bildes hat die Trommeln aufgenommen. Und du hörst sie. In ziemlich großer Entfernung, aber sie sind da. Ugh. Alter. Das ist nicht nett. Das ist nicht cool. Herr Satt ist weder Richter noch Vollstrecker. Das Bild ist der Vollstrecker, nicht wahr? Kacke. Ja, ich geh da hoch. Nur schon mal als Ankündigung. Die Trommel hast du auch noch in der Nacht in deinen Träumen. Schön. Kacke. Ja, ich gehe nach oben. Ich habe wieder denselben verwirrten Gesichtsausdruck wie gerade eben. Sophie sitzt an ihrem Fenster auf der Fensterbank, an einem offenen Fenster und raucht eine Zigarette. So, das war erledigt. Der Typ ist genauso der Typ ist übelst creepy. Sandro. Er bat darum, dass wir stillschweigend bewahren über alles das, was heute passiert ist. Ha, ich dachte jetzt eigentlich, dass ich diesen Tagebucheintrag, den ich heute zum ersten Mal verfassen werde, an die Bunte schicke. Ich dachte, das ist ein guter Aufhänger. Haha. Und sag mal, hörst du das auch? Was? Dieses Straßenfest da hinten irgendwo. Trommeln. Straßenfest? Ja, irgendwie Trommeln. Nee. Keine Ahnung, seitdem ich gerade an deinem Bild vorbeigegangen bin, habe ich dieses scheiß Trommeln in den Ohren.
Ach so, ja, da sind sie natürlich. Was? Ja, natürlich. Weißt du, was das für ein scheiß Straßenpass ist? Was? Ja, die müssen ja irgendwo herkommen. Von der Straße? Von der Straße, die du gemalt hast? Apparently. Dann sind das auch verdammt laute Träume, dass wir die hier noch hören. Ein Fenster, David, ein Fenster. Er sagt, du bist auch völlig creepy. Hast du irgendwie gesoffen oder gekippt in letzter Zeit? Viel. Sowohl als auch. Gut, ich bin nämlich echt voll gerade nicht in Stimmung für diese creepige Scheiße. Also, ich glaube, das letzte Mal mit dir zusammengesoffen, aber alles gut. War ein verwirrender Tag, war bescheuert. Ich habe was gekocht in der Küche, wenn du willst. Oha, du hast gekocht. Ich habe gekocht. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin sogar dazu in der Lage zu kochen. Das ist jetzt aber kein Haggis oder so, oder? Nein, es hat auch keine Pfefferminzsoße. Oh, da bin ich immer gespannt. Man weiß ja, ne? Englische Frauen, englisches Wetter und englisches Essen. Was soll das denn jetzt heißen? Ich habe keine Zahnspange nötig, habe auch nie eine nötig gehabt, verfüge weder über rote Haare noch über einen merkwürdigen Kiefer und esse zwar gern After Eight, aber ich tue keine Pfefferminzsoße an mein Wildschwein, falls du das meinst. Ja, das ist schon mal gut. Ich meine ja nur, das war eine Geburt schon einer großen, der großen englischen Seefahrernation, nicht wahr? Tja. Aber ich trinke mein heißes Wasser trotzdem gerne mit einem Tröpfchen Milch. So wie sie es gehört. Was hast du denn gekocht? Ich habe einen Topf gemacht. Mit Kartoffeln und Fleisch und Möhren. Oh, nice. Ja, davon gebe ich mir natürlich eine große Kelle mal auf den Teller und dann löffel ich das. Es ist kein besonders schwieriges Gericht. Es ist wirklich ein Eintopf. Da scheinen auch irgendwie die zwei Dosen, Tomatendosen noch reingeflogen zu sein, die ihr noch da hattet, oder die wir noch da hatten, inklusive der halbwegs verschrumpelten Paprika aus dem Kühlschrank, die zwar noch gut war, aber eben schon komisch aussah und langsam mal weg musste. Also es ist so ein, ich schmeiß die Reste zusammen und kriege daraus. Eintopf halt. Ja. Ein Eintopf. Eintopf ist halt ein Eintopf. Es kommt alles in Eintopf. Der hat den Namen nicht sowieso. Also, dieses Gericht hat diesen Namen ja nicht daher. Es ist keine kulinarische Höchstleistung, aber wahrscheinlich, es ist einigermaßen anständig gewürzt, vielleicht ein bisschen wenig Salz, aber das kann man ja alles ändern und ansonsten. Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Hast du explizit gesagt, nimm dir was? Nö. Ich fragte, ob er was haben will. Und du hast gesagt, ja, nehme ich an. Aber es ist explizit auch Teile von meinem eigenen Essen da drin. Ja, okay. Damit kann ich es durchgehen lassen. Aber nur, weil du noch nicht richtig dabei bist, mein Junge. Sonst hätte ich das nicht gelten lassen. Puh, Glück gehabt. Na gut, dann kannst du es dir schmecken lassen. Ach, Sophie. Hm? Du wirst ja mit ihm da sitzen, ne? Oder so irgendwas machen da in der Küche. Wenn er sich über den Teller beugt und der Schattenwinkel gut ist, nur wenn er sich runterbeugt gerade, dann wirkt es so, als hätte er ein zweites Paar Augenbrauen. So ein Zentimeter über seinen eigenen.
die ein bisschen nach oben gezwirbelt sind. Hm? Hey, was? Hey, hey. Das sah gerade witzig aus. Wieso? Weiß nicht. Verwirrt das Mädchen. Aber immerhin kannst du kochen. Für eine Engländerin ganz gut. Und die roten Haare färbe ich mir. Sind das nicht die Irländer? Die Irländer? Ja, die Irren halt. Die Irren, Irren, nein, also... Oder die Schotten. Du bist doch Engländer. Sag mal allen Briten nach. Ja, ja, aber du bist Engländer. Ich schon mal mir selbst, ja, bin ich. War das nicht ein großer Unterschied? Es macht keinen Spaß, mit dir Klischees auszupacken. Es macht einfach keinen Spaß. Oh, Entschuldigung. Es schmeckt auf jeden Fall. Dankeschön. Bitteschön. Ich dachte, nachdem du so verwirrt bist, konntest du das brauchen. Bisschen Gras zum Runterkommen. Ach, da ist auch noch Gras drin? Nein. Ich dachte, du erschreckst dich vielleicht ein bisschen, war aber nicht der Fall. Okay, gut. So, das war irgendwie ein anstrengender Tag. Ich muss ins Bett. Ja, du siehst auch so aus. Ich werde nicht ins Bett gehen. Ich werde hier noch ein bisschen sitzen bleiben und vielleicht gehe ich gleich nochmal raus. Ich war nämlich den ganzen Tag drin und habe Lösungsmittel eingeatmet. Das war irgendwie nicht so gut. Ich fühle mich ein wenig schummrig. Ja, du klangst auch gerade ein bisschen verwirrt. Ach so. Cool. Dann werde ich jetzt tatsächlich rausgehen. Sehr schön. Ach so, auch du solltest, der Mann von unten hat gerade gesagt nochmal, ich vergesse immer seinen Namen. Scheiße. Sandro. Sandro, genau. Danke. Sandro Satt. Sandro Satt, genau. Der sagte noch, wir sollen irgendwie, wenn du Kamal mal begegnest, das ist dieser komische Taxifahrer, sollst irgendwie keinen Handel mit ihm eingehen. Und so. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum Kamal hier nicht hinkonnte. Oder wollte. Handel? Ja, Handel. Also was ist das für ein... Mich hat er für lau nach Hause gefahren, nur weil ich ihm gesagt habe, was da vorgefallen ist. War grob vorgefallen ist. Aha. Ja, bin ich verwirrter Typ. Naja, wer weiß, für wen das interessant ist. Ja, okay. So, gute Nacht. Gute Nacht. Ja, dann begebe ich mich ins Bett. Und Sophie geht nochmal raus. Sophie? Mhm. Nachdem du weiter draußen gesessen hast, irgendwo an der Grenze deines Bewusstseins hast du das Schnattern von drei Leuten. Es klingt immer wieder mal ab und es kommt auch immer wieder mal rein. Es ist nicht extrem ablenkend. Ich würde sagen, Tinnitus Level 1 nur. Darunter, natürlich interessanterweise, auch von jedem der drei Stimmen, es sind zwei Männerstimmen und eine Frauenstimme, die Frage, unabhängig an irgendeinem Punkt, warum sie eigentlich irgendwelche komischen Sachen gerade in ihrem Kopf hören. Ungefähr 12 Minuten lang. Ich überlege, wann ich den letzten Joint geraucht habe, überlege, ob es irgendwelche Fälle von Schizophrenie in meiner Familie gab, schließe meine Gedanken mit den Gedanken, dass das nicht der Fall war. Oder dass vielleicht über den Garten was rübergeweht ist. Du denkst immer gleich an das Schlimmste. Das stimmt. Und
Vielleicht ist tatsächlich irgendwo was rübergeweht. Ich zünde mir noch eine Zigarette an, lehne mich in diesem sehr alten Korbstuhl zurück und hoffe, dass Roland den sobald nicht wegräumen wird, weil der saugemütlich ist. Während Sir William irgendwann auf meinen Knien landet. Und ich den Abend mit Sir William ausklingen lasse. Schön. Schön, schön. Dann lassen wir den Abend auch mal ausklingen. Ja. Denn auch für mich wird es jetzt sehr spät. Judy. So. Ihr kleinen Unholde und Unholdinnen. Was ist das für eine Folge? Verwandter Familienbesuch. Achso, na gut. Erstens, das muss ich mal vorneweg sagen, irgendwann Ende des Monats Oktober, hoffentlich, werde ich umziehen. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange ich kein Internet habe. Das heißt, wir können nicht spielen und natürlich kann ich nichts hochladen. Ich guck mal, wie viel ich vorbereiten kann. Ich denke, die Folgen sind jetzt also lange, stimmt. Mal gucken. Kann sein, dass man eine Woche ausfällt oder so. Und ich... Da gibt es auch keine weiteren Ankündigungen mehr, denke ich. Es geht dann weiter, wenn es weitergeht. Aber das sollte alles nicht so das Problem sein. Ich werde schon noch irgendwie was zurechtschnippeln. Es gibt also noch eine Folge pro Woche bis dahin auf jeden Fall. Die sind dann auch alle sehr lang. Ab nächster Folge, glaube ich, sind die dann ziemlich häufig 2 Stunden, 2 Stunden 30 oder so. Deswegen, bascht. Aber schon mal von weg. Und ansonsten, keine Ahnung, ich hatte echt ziemliche Angst, dass David fragt, warum die eigentlich nicht bei ihrem Vater wohnt. Ist er aber zum Glück nicht passiert. Er kann sich auch immer gut damit rausreden, jetzt und in Zukunft, dass er den Nachteil hat, jetzt immer mehr und ab einem gewissen Punkt relativ stark, dass er halt sich gezwungen fühlt oder das Bedürfnis hat, Leuten zu helfen, egal wem und egal in welcher Situation. Wobei die, wie eine Hilfeleistung aussieht, ist auch nochmal eine andere Frage, aber also es ist eine gute Ausrede. So. Nicht? Des Weiteren, David ist ja fest davon überzeugt, dass die Ansage war, wie heißt du oder nenne mir deinen Namen im Taxi, aber dem ist nicht so. Das ist ein bisschen, der Satz selbst, darüber habe ich mich auch im Nachhinein etwas geärgert, ist elliptisch. Da fehlt ein Verb, beziehungsweise ein Hilfsverb. Aber ich glaube, das hat da keine Position als Hilfsverb. Ich bin ja, okay, da Ahnung jetzt von Grammatik. Es ist auf jeden Fall so, dass der Satz nicht so ist, wie ich mir eigentlich notiert und vorgedacht hatte. Aber er ist eigentlich noch ausreichend verständlich in dem Sinne, als dass er umgangssprachlich funktioniert. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass er gefragt wurde, wie ist dein Name? So ist es nicht. Nicht? Gut. Ansonsten wegen des Eintopfes am Ende. David kann bald nur noch fremdes Essen essen, das er also nicht selbst gekauft, gesammelt, gejagt oder selbst zubereitet hat, wenn er explizit aufgefordert wird. Das heißt, wenn Sophie kocht, egal mit, ob das mit sein, also wenn er das Zeug einkauft, aber sie es kocht, dann gilt das trotzdem als ihr Essen. Habe ich mir jetzt ganz spontan überlegt, auf jeden Fall. Und dann sagt, guten Appetit. Kann er das nicht essen. Also er kann das schon essen, aber dann wird er sich danach ziemlich scheiße fühlen. Wenn er einen Döner kauft, ich weiß, das ist das, woran jeder denkt und das ist auch das Wichtigste, dann bezahlt er diesen Döner und dann ist das Argument der Zubereitung hinfällig, dann kann er den essen. Aber in den meisten Fällen, wenn er mal zum Essen eingeladen wird, wird niemand sagen, iss doch bitte. Hier, nimm dir doch und iss. Da sagt man guten Appetit und das war's. Das scheint sehr irrelevant, das wird auch in den meisten Fällen kein großes Ding sein. Es ist eher was in der Menschenwelt Probleme geben könnte,
gerade bei seiner Familie oder so, wenn Mutti für ihn kocht, wenn er dann mal da ist, kann er es nicht essen. Und Leute dazu zu kriegen, zu sagen, bitte iss, klingt irgendwie, also stelle ich mir schwierig vor. Könnte witzig werden, aber nur damit sich niemand wundert. Genau. Ansonsten steht unten noch ein Kram, aber der ist relativ irrelevant, denke ich. Und gut. Bis zum nächsten Mal.